Heute ist ein großer Tag für Kluftspitze. Obwohl ich fürchte, dass die Königreiche im Bündnis nicht ganz so viel Glück haben werden. Ich weiß, dass mein Ehemann euch als seinen Champion ansieht. Aber ich frage mich, ob ihr willens seid, auch seiner Königin zu helfen. Natürlich, Eure Majestät. Wie kann ich euch helfen? Ich habe beunruhigende Nachrichten aus Schildwacht gehört. Gerüchteweise sollen Feinde aus der Vergangenheit meines Vaters zurückgekehrt sein. Ich habe ihm natürlich sofort geschrieben. Doch wie wir alle wissen, antwortet König Faharajat manchmal etwas langsam. Trotzdem fürchte ich um seine Sicherheit. Wer sind diese Feinde aus der Vergangenheit von König Faharajat? Nekromanten. Ihresgleichen wurde in der Alikre-Wüste seit Jahren nicht mehr gesehen. Doch das macht sie nur umso gefährlicher. Wenn ihr nach Schildwacht gehen und sicherstellen könntet, dass dort alles in Ordnung ist, wäre mir das eine Erleichterung. Ich habe die nötigen Reisevorbereitungen schon getroffen, falls ihr dazu bereit seid. Natürlich, Eure Majestät. Sagt mir einfach nur, wo ich hingehen soll. Sucht nach einem Schiff namens Morgentrunk jenseits des Strandes von Nordspitz. Der erste Maat, Elvira Derr, sollte an den Docks auf euch warten und bereit sein, nach Schildwacht aufzubrechen. Wenn ihr dort ankommt, sorgt einfach dafür, dass die Stadt sicher ist. Besucht meinen Vater nur, wenn ihr wollt. Doch bevor ich gehe, darf ich euch eine Frage stellen? Natürlich. Ich bin schon erleichtert, weil ich weiß, dass ihr bald losziehen werdet. Falls es dort wirklich Ärger gibt, dann wird mein Vater Hilfe gut gebrauchen können. Auch wenn er sie vielleicht nicht haben will. Es tut mir leid, ich schweife ab. Ihr sagtet, ihr hättet eine Frage. Könnt ihr mir noch mehr über die Nekromanten erzählen? Als ich noch sehr jung war, gab es einen Nekromanten. Sutura. Er hat eine Armee von Toten erhoben und marschierte gen Schildwacht. Obwohl das Volk nicht gegen die Toten kämpfen wollte, hat mein Vater die Schlacht dennoch irgendwie gewonnen. Falls Sutura aber jemals zurückkehren sollte, dann wäre das wirklich schrecklich. Das Volk der Alikre-Wüste kämpft nicht gegen Untote? Nein, es ist eine Frage des Glaubens. Unser Volk glaubt, dass jede Schändung der Toten, selbst wenn sie sich als Untote erhoben haben, eine schreckliche Schande darstellt. Deshalb wäre ein Nekromant in Schildwacht etwas ungemein Schlimmes. Und darum mache ich mir Sorgen um die Sicherheit meines Vaters. Verzeiht mir, wenn ich frage, aber macht sich König Emmerich denn keine Sorgen darum, dass Schildwacht bedroht sein könnte? Mein Gatte hat viele bewundernswerte Eigenschaften. Und eine von ihnen ist sein unerschütterlicher Optimismus. Er greift meistens erst dann ein, wenn er die Bestätigung erhält, dass es tatsächlich ein Problem gibt. Wie ich schon sagte, habe ich nur Gerüchte über Probleme in Alikre gehört. Hoffentlich ist an ihnen nichts dran. Verzeiht meine Neugier, aber ich habe da noch eine Frage. Ihr stammt ursprünglich aus der Alikre-Wüste? Natürlich. Mein Vater ist König Faharajat. Mein Bruder Azar, meine Schwester Lakana und ich wuchsen in Schildwacht auf. Dann sagte mir mein Vater eines Tages, dass ich diesen verrückten jungen König aus Wegesru heiraten soll. Emmerik. Ich war natürlich wütend, aber ich habe es irgendwann eingesehen. Warum dieser von allen Häfen in Tamriel? Ich bin über die ganze Iljak-Bucht gesegelt und ich brauche ein Glas Grog. Ich habe schon Getränke mit ein paar widerlichen Gestalten geteilt. Aber bei Zombies ziehe ich die Grenze. Ich glaube, ich werde mich erst einmal von den Docks fernhalten. Das sind Zombies an den Docks? Habe ich richtig gehört? Riecht ihr denn ihr aufgedunsenes, verrottetes Fleisch nicht? Geht nur den Damm dort hinunter, dann werdet ihr sie schon sehen. Eine ganze verdammte Armee von ihnen. Die Frage ist nur, warum unternehmen die Wachen von Schildwacht nichts? Vielleicht sind sie alle weggelaufen oder vielleicht sind sie alle tot? Na, ich habe ein paar der nichtsnutzigen Lumpen hier herumschleichen sehen, hinter Kisten und so. Irgendwer muss sich eine der Wachen schnappen und sie verdammt nochmal darüber ausquetschen, was im Namen des Vergessens hier eigentlich vor sich geht. Ist das was für euch? Ob das was für mich ist? Sicher. Ich werde mich darum kümmern. Bitte sehr. Verpasst den Wachen einen Tritt und sagt ihnen, sie sollen an die Arbeit gehen. Meine Waren müssen abgeladen werden. Wenn die Wachen nicht helfen können, sucht nach dem Dockmeister.
Vielleicht hat er wenigstens ein halbes Gehirn. Außer die Zombies haben es gefressen. Bevor ich aber gehe, habe ich noch ein paar Fragen. Was macht ihr hier in Schildwacht? Was denkt ihr, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite? Ich kaufe dort und verkaufe hier. Das ist meine Arbeit. Selbstverständlich alles völlig rechtens. Ich habe eine Ladung Bauholz in Wegesruh eingesammelt. Damit lässt sich hier ein Haufen Gold verdienen. Bestimmt. Ah ja, schön. Und neue Mannschaftskameraden habt ihr auch, oder? Natürlich. Wir haben das Schiff am Leuchtturm von Köglin verloren. Und die Mannschaft ist weitergezogen. Zum Glück ist mir Elvira erhalten geblieben. Wir haben die Morgentrunk in Wegesruh gekauft und eine neue Mannschaft aufgestellt. Gute Leute. Nach all dem wäre es langsam Zeit für eine Glückssträhne für uns. Ah ja, apropos Glück. Soweit ich weiß, schuldet ihr Srashi noch immer Gold, oder? Als ob dieser Tag nicht auch so schon vollkommen fürs Vergessen wäre. Müsst ihr mich da auch noch an meine ganzen Schulden erinnern? Ja, ich stehe immer noch bei Srashi in der Kreide. Die Morgentrunk ist ein Schiff erster Güte. Es wird eine Weile dauern, bis sie abbezahlt ist. Beim Atem Tuvakas. Zu viele. Ich halte das nicht aus. Vielleicht solltet ihr auf euer Boot zurückkehren, Seefahrerin. Die Toten kriechen aus dem Meer und haben die Docks eingenommen. Man kann nichts dagegen machen. Wir müssen zu Tuwaka beten, dass sie verschwinden. Ich habe schon gehört, dass ihr nicht gegen die Zombies kämpft. Aber warum wehrt ihr euch denn nicht wenigstens? Zombies? Was für ein kruder Ausdruck. Diese Ranetu sind die sterblichen Überreste von Seeleuten, die vor der Küste Schiffbruch erlitten. Wir hier in der Alik-Wüste achten unsere Toten. Selbst jene, die auf See starben, sind verehrte Ahnen. Wir kämpfen nicht gegen sie. Wir würden dafür verflucht werden. Wenn ich kämpfe, werde ich dann auch verflucht? Nein. Ihr seid eine Fremde. Dies sind nicht eure Ahnen. Und daher braucht ihr weder Schande noch Fluch zu fürchten, wenn ihr sie erschlagt. Doch allein die Tatsache, dass sich die Toten überhaupt erhoben haben, das ist schrecklich. Wir haben strenge Gesetze. So etwas sollte hier gar nicht vorkommen. Sag mir, wie konnte das überhaupt geschehen? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, dass wir die Lage nur noch verschlimmert haben. Wir dachten, wir könnten sie im Zaum halten. Wir haben Barrikaden gebaut und versucht, sie wegzutreiben. Aber es hat nichts gebracht. Jetzt fürchte ich, dass wir in noch größerer Gefahr schweben. Na gut, wie kann ich euch helfen? Meine Kameraden von der Wache, Jasmin, Pircean und Emudal, werden auch keine Ranetu schlagen. Ich fürchte um ihr Leben. Bitte findet sie und schickt sie fort von hier. Danach treffen wir uns im Lagerhaus. Der Dockmeister versteckt sich dort. Und vielleicht kennt er die Ursache für all das hier. Nun gut, ich werde eure Kameraden finden und euch dann im Lagerhaus treffen. Was Gnade, was habe ich nur getan? Ich wollte mich nur verteidigen und jetzt habe ich die größte Schande überhaupt begangen und Verdammnis über meine Familie gebracht. Beruhigt euch und erzählt mir, was ist geschehen. Dieser Ranetu hatte mich erwischt. Er hat versucht, mich zu beißen. Er wollte mich fressen. Ich wollte ihn nur abwehren, aber er hat gezuckt und sein Kopf ist gegen meine Klinge gestoßen. Es war nicht meine Schuld. Was soll ich jetzt nur machen? Ich schlage vor, dass ihr zuallererst einmal dieses Gebiet hier verlasst. Versteht ihr mich? Aber was ist damit, die Ranetu daran zu hindern, in die Stadt zu kommen?
Was ist mit den anderen Wachen? Ich kann sie doch nicht einfach zurücklassen, oder? Ich kümmere mich um die Ranetu. Geht jetzt. Großer Ruptgar, schickt mir ein Zeichen, wenn das nicht euer Wille ist. Moment. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ich bin euer Zeichen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Für Ehre und Clan. Ich war schon immer fest im Glauben, aber ich hätte nie gedacht, ihr seid hier, um gegen die Ranetu zu kämpfen? Ruptgar sei gepriesen. Ich war schon dafür gewappnet, mich selbst zu entehren. Doch nun hat er euch geschickt. Dann kann ich gehen. Mögen die Götter mit euch sein, meine Freundin. Ist der Weg frei? Ja, der Weg ist frei. Geht ruhig vor. Weicht aus! Weicht aus, wenn ihr könnt! Geht es euch gut? Nein, keinem von uns. Die Ranetu werden uns alle töten. Das ist nicht gerecht. Ich bin viel zu jung zum Sterben. Ich möchte einfach nur fort. Weit, weit weg. Na, dann geht. Der Weg ist frei für euch. Geht ihr vor! Offenbar wurde Mauchat von unheiliger Magie niedergestreckt. Endlich. Jemand, der keine Angst hat, die Drecksarbeit zu machen. Jemand, der meine Docks aufräumt. Ich habe euch vom Fenster beobachtet, bis ich diese Nekromanten unten hörte. Aber ich dachte, Mauchat käme auch hierher. Habt ihr ihn gesehen? Ja, Mauchat liegt unten. Er ist tot. Verdammt, der arme Bastard. Ich habe es ihnen gesagt. Ich habe den Wachen gesagt, dass sie sich wehren müssen. Es ist zwar schön und gut, abergläubisch zu sein, aber wenn die Ranetu die Stadt angreifen, dann muss man von seinem Aberglauben ablassen. Moment, ihr teilt ihren Glauben nicht? Nein, wir sind hier nicht alle solche Frömmler. Trotzdem darf man die Traditionen nicht ganz missachten. Es sei denn, man lässt sich gern mit faulem Obst oder Schlimmerem bewerfen. Jedenfalls bin ich froh, dass Tavas Winde euch hierher geführt haben. Jemand muss diese Ranetu von den verdammten Docks vertreiben. Das tue ich gerade. Kennt ihr einen Weg, wie ich sie zurücktreiben könnte? Das tue ich. Ich habe die Nekromanten belauscht. Ihr Anführer ruft durch eine Art dunkles Ritual die Toten aus dem Meer. Wenn ihr das Ritual stören könntet, dann sollten die Toten, nun ja, tot umfallen oder zumindest damit aufhören, weiter aus dem Wasser hervorzukriechen. Dann sagt mir, wo sie dieses Ritual durchführen. Das weiß ich nicht. Ich habe gehört, wie Sie das Lagerhaus am westlichen Ende der Docks erwähnt haben. Vielleicht findet das Ritual dort statt. Wo auch immer, ihr müsst es aufhalten. Dann erstattet Hauptmann Saphira Bericht. Möge Tavar mit euch sein, meine Freundin.
über das Herbeirufen der Ertrunkenen. Mein Vater hat diesen Zauber erstmals verwendet, um vor 20 Jahren die Toten aus dem Meer zu rufen. Heute wirken wir ihr erneut, um ihn zu ehren. Westlich der Docks liegen einige Wracks entlang der Küste. Führt das Ritual dort durch, dann beginnt unser glorreicher Aufstieg. Uwafa. Davon kann man nie genug haben. Ihr werdet sterben. Und dann als mein Diener wieder auferstehen. Mein Bruder hat in den Schiffswerften von Tawas Segen gearbeitet. Dank euch kann er bald heimkommen. Die Ranetu sind ins Meer zurückgekehrt. Die Docks werden bald wieder nach totem Fisch und nicht nach toten Leuten riechen. Und ihr, direkt vom Schiff und schon tötet ihr den Nekromanten? Sicher hat Tuvaka euch geschickt, um uns von dieser schweren Situation zu befreien. Ja, sehr schön. Ich bin immer froh darüber, dass ich helfen konnte. Das bin ich auch. Es ist schon viele Jahre her, dass die Plage der Nekromantie diese Ufer heimsuchte. Auch wenn ich erleichtert bin, dass die Docks wieder frei sind, waren die Ereignisse des heutigen Tages höchst verstörend. Wenn die Plage der Nekromantie wirklich zurückgekehrt ist, fürchte ich, dass die Zukunft viele dunkle Tage bereithält.